Meine lieben Leute, ich habe mir schon mal überlegt, wie ich mir Sorge streiten werde. Das Spiel müsste jetzt nächste Woche erscheinen. Oder Mario Party, das könnte auch sein. So, ich habe mir überlegt, dass ich Sor als längliches HD-Video mache. Das heißt nicht nur kurze Parts. Die Parts sind ein wenig länger, dass ihr auch Feeling habt. Es kommt extra schöne Musik mit rein. Also keine Musik, die gestrikt wird, keine Sorge. Sorgt dafür schon, dass ich keine Musik einbaue, wo man Strike bekommt. Und mal sehen, wie Mario Party ausfällt. Ich werde schon mal alle vier Varianten erklären, wie ich mir eine Vorstellung über das Game vorstelle. Wir fangen an mit Saw. Also, Saw wird folgendermaßen gestalten. Dieses Spiel wird in Partymusik eingebaut, längere Videos auf HD, alle beiden Teile auf HD. Und ich werde mich extrem lustige Parts einfallen lassen. Das heißt, ich werde euch viele Fails zeigen, was andere nicht so oft machen. Ich werde euch sehr viele Saw-Fails zeigen. Das heißt, wie der Mensch sterben tut. Das ist aber nicht lustig, Spider-Kill. Das macht man nicht. Leute, das war's ein Game. Wie ihr wisst, gibt's auch nichts anderes. Also, ihr wollt ein bisschen auf lustige Fails freuen. Ich werde extra viel failen, dass ihr wisst, wie die Person abreckt. Manche finden das bestimmt nicht lustig, aber es muss sein. Ich würde etwas versprechen bei diesem Spiel. Ich würde etwas versprechen. Und ich bin Horrorfilm-Fan, erst recht von Saw. Das wird lustig. Also ich verspreche, es kommen auch mehrfach Spezials von Saw, das ist auch klar. Es kommen viele mehrfach Spezials, wenn das Spiel vorbei ist. Und dieses Spiel ist wirklich der Renner. Dieses Spiel ist geil. Und wir werden es bekommen. Ich verspreche es euch. Gut. Kommen wir zum nächsten Video. Dafür möchte ich gerne mein Outfit mischen, als Unterhaltung wechseln. Kommen wir nun zu Game 2. Den zweiten Platz Mario Party. Ich habe mir jetzt ein bisschen lustig angezogen, weil Mario Party auch lustig ist. Wie würde dieses Spiel ausfallen? Ganz einfach. Mario Party 1 für Nintendo 64 wird, also ich werde 50 Turns Parts machen. 20 Turns sind zu lang, viel zu kurz. Viel zu kurz. Es wird extra lange Mario Party Videos werden. Und ich verspreche sogar ein 100 Turn Video zu machen. Das heißt, ich mache ein doppeltes Projekt pro Spielbrett. Das heißt, es gibt viele Parts, genauso wie bei Saw. Und ich werde sogar was Neues einbauen, was noch nie ein YouTuber gemacht hat. Dieses Projekt heißt Computerkampf. Man kann bei der Nintendo 64 einstellen, dass alle Charakter auf Computer sind. Das werde ich zwischendurch auch mal zeigen, dass sie mal ein bisschen ablachen können. Da werden verschiedene Schwierigkeitsgrade ausgewählt, also nicht einheitlich, sondern verschieden. Na, so gesagt, Wario kommt schwer. Luigi Mitte und Mario und Peach bekommen einfach. Das wird bestimmt auch ansehbar. Das ist mein Projekt für Mario Party 1. Mehrfach Spezial, so wie Rückwärts Spezial oder Rückläufig Spezial. Wird alles eingebaut. Also Mario Party wird genau ein buntes Projekt, so wie man sich's vorstellen kann. Es wird auch sehr viel da gelacht und sehr viel fröhliche Sachen gemacht. Werde auch mich übelst über Fails nicht aufregen, also ich werde mich für Fails wirklich wieder freuen. Das ist ja, ich finde einfach Fails geil, also ich weiß nicht, was da an Fails aufregen so. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute bei Fails manchmal aufregen oder übelst aufregen. Aber ich finde es einfach nur geil, wenn man mal ein bisschen verkacken tut. Und das ist bei Mario Party 1 und Nintendo 64 versprochen. Ich hoffe, da ist ja Mario Party genauso würdig wie so. Gut, nun zum Video 3. Falls es ein Unentschieden wird, das heißt Blind Let's Play, so Fantasy-Spiel, wird das genauso ablaufen wie Dragon Age. Das heißt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß weder, was im Spiel abläuft, ich weiß weder, wie das Spiel gestaltet ist. Ich werde jetzt nicht so viel spielen, weil es ja unentschieden ist, weil es ja nicht so wichtig ist. Aber es wird trotzdem zuerst einige Parts davon laufen. Also, das Wichtigste ist nun, wenn Unentschieden kommt, mal kurz abbrechen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Also, Unentschieden läuft folgendermaßen ab. Wie ihr es halt, wenn ihr euch erinnern, also ich erkläre es nochmal ganz kurz.
Man weiß nicht, was passiert. So, unentschieden soll natürlich nicht gerade kommen. Es kann kommen, muss es aber nicht. Aber bei Sword und Margaret Party, die du wahrscheinlich gehört hast, kommt das bestimmt. Wenn es also auch unentschieden sein soll, ist es ein Blind Let's Play. Es wird nicht so viel abgehen wie die anderen beiden Spiele, aber es sollte auch angenehm werden. Es sollte nicht enttäuschend werden. Versprechen kann ich dazu nichts, weil es ist einfach ein Unentschieden. Es ist einfach nur ein Unentschieden. Also, wenn das kommt, so ähnlich wie Dragon Age, ich weiß nicht, was passiert. Wenn ihr Dragon Age schon mal gesehen habt, wisst ihr, was los ist. Ich werde da wie ein bisschen Blödsinn reden, aber das ist nun mal so. Bin da typisch Spider-Kill sein, sag ich jetzt mal so. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem dafür, dass nicht der letzte Platz kommt. Ich zeige nun auf die Reagierung des letzten Platzes. Seid gewarnt. Nun kommen wir zu den letzten Platz. Das Spiel, was ich nicht erwarten tue. Und wie heißt es alle? Wie heißt es natürlich? Spyro Dawn of the Dragon. Wenn dieses Spiel kommt, bin ich erstmal angefressen. Und ich meine extrem angefressen. Dieses Spiel darf nicht passieren. Wie würde es auslaufen, wenn das kommt? Ich erkläre es euch. Zuerst werde ich mich natürlich übelst aufregen und auch ein bisschen traurig sein. Und wenn man schon mal Traurigkeit reden will, ich das gerne ein bisschen ausarten lassen, weil ich ja meine Niederlage selbst nicht glauben kann. Dann werde ich einen traurigen Trailer einbauen, eine traurige Musik. Also nicht im Spiel, nur als Vorspann. Im Spiel wird nichts passieren. Ich werde keine Partymusik einbauen, auch keine Trauermusik. Aber dieses Spiel nenne ich, weil ich von diesem Spiel nichts wissen will, Infra-Suizid. Das heißt, Infra-Suizid, so nenne ich Spyro Dawn of the Dragon. Infra ist die Infrastruktur und ich bin großer Freund davon. Und weil Spyro ja komplett das Gegenteil von Infrastruktur ist, nenne ich Infra-Suizid, weil dieses Spiel nicht ein bisschen Infrastruktur beibehält. So. Also, wir hoffen nicht, dass dieses Spiel kommt und nicht weiter mit dieser Tüte auf dem Kopf sein muss. Also, wir stimmen alle für die guten drei oder höchstens guten zwei. Spyro darf nicht passieren. Es darf nicht passieren und ich sage es immer im lauten Ton. Das würde mich extrem zum Affen machen. Gut. Wir müssen dafür sorgen, dass die drei guten kommen oder zwei sehr guten kommen. Das Böse darf nicht gewinnen. Man sagt immer, alles Ende hat ein Gutes. Also, jetzt wisst ihr, auf was wir uns einstellen können. Auf die drei Guten. Und die kleinen 2% können nichts anrichten. Ich habe das durchgerechnet. Es kommt so. Ich verspreche euch, dieses Game kommt. Und Spyro hat nur 2%, das heißt, es wird niemals passieren. Also es kann passieren, wenn ich jetzt richtig verkacken tue, aber ich hoffe, wir sind für die Guten. Und ich hoffe, dass die lächerlichen 2% irgendwann abdampfen. Gut, damit habt ihr bis jetzt alles erfahren. Das war mein Video zur Vorstellung, wie mein Let's Play gestaltet wird. Ich werde nochmal alle Kostüme vorführen, dass ihr nicht vergessen tut, wie ich auf dieses Spiel reagiere. Wir fangen an mit Spiel 1. So. Platz 1. Zorn zur 2 Flesh im Blood mit Sergeant Spider-KM neuer Superteil Spiel-Action. Das ist lustig! Freut euch darauf! Platz 2 Mario Party 1 für Nintendo 64. Nicht nur für ältere Zuschauer, auch für jüngere Zuschauer gedacht. Bei Mario Party wird's extrem witzig. Noch witziger als bei Zorn wahrscheinlich, das versprochen. Viele mehrfach Spezials, rückläufig Spezials, viele Videos und pro Spielbrett 100 Runden! Das gab's noch nie, Leute, aber mehrere Parts, weil ich kann so lange Videos nicht herstellen, sonst stürzt mein Programm ab. Aber es kommen viele Parts mit 100 Runden pro Spielbrett. Ist versprochen! Also nun den Spruch. Mario Party ist, nee, wie sagt man? Kommt alle zu Mario Party! Das ist die wahre Party! Und die ja, ich fällt kein Wort des Men, aber Mario Party ist die wahre Party. Einfach nur merken.
für Jüngere, für Jung und Alt gedacht, weil Saw ist ja ein FSK 18 Spiel. Auch jüngere Leute können gerne reinschauen. Platz 3. Unentschieden. Normal, bis zum geht nicht mehr. Also es ist ein reguläres Let's Play. Und was sagen wir dazu? Sagen einfach, tja, passiert nun mal. Also wenn Unentschieden kommt, einfach nur Standard heißt Standard. Letzten Platz, Spyro Dawn of the Dragon. Infrasuizide! Dieses Spiel darf nicht passieren. Ich wiederhole, dieses Spiel darf nicht passieren. Dieses Spiel ist extrem unangemessen für meinen Kanal und würde meine Psyche nur runterziehen. Also, wenn Dawn of the Dragon kommt, sage ich nur eins. Wie sagt man? Dam, da dam, 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 da dam, da dam, da dam, dam, da dam, 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 da dam, da dam. Dieses Spiel darf nicht passieren, es ist grauenvoll. Nur als Info. Wenn der vierte Platz der letzte Platz eintritt, haben wir alle verloren. Nicht nur ich, sondern bestimmt auch meine Abonnenten. Also, seid gewarnt. Das war das Video. Also, für was ihr seid, müsst ihr entscheiden. Hier zum dritten und letzten Mal nur mal alle Spiele im Vergleich. Zwei Flash im Blatt! Geil! Schöne Spiele. Mario Party 1 für Nintendo 64. Lustig, pfiffig und für jedes Alter gedacht. Perfekt. Ohne Entschieden. Naja, verlieren kann mal jeder. Aber Blind Let's Play, nur als Info. Ein extrem Blind Let's Play. Weil Rot auch noch zu drängen. Warum passiert das immer mit mir? So ein Scheiß. Nun wisst ihr mehr. Das normale Spider-Kin ein Kostüm. Also, nächste Woche kommt die Entscheidung oder übernächste Woche. Wir hoffen alle für Saw the Mario Party. Die anderen beiden, der dritte soll nicht passieren und das vierte darf nicht passieren. Bis dann.